Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte in diesem Video etwas zu dem Thema Listen in Python erklären. Listen, wie der Name schon sagt, sind Ansammlungen von Werten und in Python können Listen unterschiedliche Werte, unterschiedliche Datentypen aufnehmen. Da hätten wir zum Beispiel eine Liste, bei der wir ganze Zahlen abspeichern. Das könnte beispielsweise so aussehen, dass wir einen Variablenamen für diese Liste vergeben und anschließend durch das Ist-Gleich zuweisen, welche Werte in dieser Liste enthalten sein sollen. Das ist hier also eine Liste, die besteht aus den Zahlen 1, 5 und 3. Wir trennen die Werte durch Komma und rahmen diese Werte durch die eckige Klammer ein. Und damit haben wir eine erste einfache Liste von ganzen Zahlen definiert. Wir können auch andere Datentypen in den Listen abspeichern, beispielsweise auch Fließkommazahlen. Das können wir dann so machen, dass wir Fließkommazahlen auflisten, auch wieder durch Komma trennen und durch eckige Klammern einrahmen. Und dann haben wir in diesem Fall eben diese komma-behafteten Zahlen 1,0, 83,65 und 0,45 in der Liste abgespeichert. Wir hatten uns zuvor auch schon den Datentyp String angeschaut und auch der kann natürlich in einer Liste abgespeichert werden. Das würde dann so aussehen, dass wir die Werte wieder durch die Anführungszeichen einrahmen, den konkreten Zeichenkettenwerte und durch Komma trennen, so wie auch bei den ganzen Zahlen und wie bei den Fließkommazahlen. Eingerahmt wird wieder diese Menge von Werten durch die eckige Klammer. Öffnende und schließende eckige Klammer. In Python ist es auch möglich, in einer Liste unterschiedliche Datentypen abzuspeichern. Das könnte man beispielsweise so machen, indem man als erstes einen String abspeichert, dann nach dem ersten Komma speichert man eine Fließkommazahl 4,5, danach wieder einen String und danach vielleicht eine ganze Zahl. Es ist also möglich, verschiedene Datentypen zu mischen innerhalb einer Liste. Allerdings gibt es dabei auch einen Nachteil. Man muss nämlich, wenn man diese einzelnen Werte später wieder herausholt aus der Liste, wieder referenziert, um die Werte zu verwenden, muss man genau wissen, welcher Datentyp an welcher Stelle zu finden ist. Und das muss man sich entweder merken, an welcher Stelle man welchen Datentyp abgespeichert hat, oder man muss dann prüfen, welcher Datentyp an der bestimmten Stelle steht. Man kann dieses Prüfen auch durch eine Funktion unterstützen lassen. Das hatten wir vorher uns schon angeschaut. Das ist die Funktion Type. Und wir stecken beispielsweise hier das Element Dresden in diese Type-Funktion hinein. Und dann können wir prüfen, von welchem Datentyp dieses nullte Element ist. Wir wissen, wir haben es vorher definiert, dass Dresden vom Typ String ist, aber wir möchten das jetzt prüfen und vielleicht für die programmatische Verarbeitung in einem späteren Teil dann auch automatisch erkennen können. Wir führen das zum Test mal aus und wir sehen, das, was wir auch schon vorher als Ausgabe gesehen hatten, wenn wir die Funktion Type verwendet hatten, es wird uns die Klasse String zurückgegeben, also das nullte Element ist vom Datentyp String. Und genauso können wir das natürlich auch mit den anderen Positionen machen innerhalb der Liste. Wir führen das wieder kurz aus. Und wir sehen, dass hier an den Positionen ganz unterschiedliche Datentypen enthalten sind. Es ist also möglich, Daten unterschiedlichen Typs in einer Liste zu mischen, aber es wäre nur bedingt zu empfehlen. Man muss dann genau darauf achten, an welchen Stellen welcher Datentyp zu finden ist. Jetzt hatten wir hier in diesem Bereich, wo wir den Datentyp der einzelnen Listenelemente geprüft hatten, schon uns einzelne Elemente herausgeholt. Und ich hatte das einfach so erklärt mit der eckigen Klammer und der 0, 1, 2, 3. Das möchten wir jetzt nochmal explizit uns anschauen, was das bedeutet. Wir möchten ja gegebenenfalls einzelne Elemente aus der Liste wieder herausholen
und mit denen arbeiten, die ausgeben oder vielleicht in eine Operation einbeziehen, also addieren, subtrahieren oder was auch immer. Und das können wir tun, indem wir den Variablennamen, der für die Liste steht, ergänzen durch eine eckige Klammer und darin unterbringen, an welcher Position wir uns das Element referenziert wünschen. Also beispielsweise etwas in dieser Art. Was würde jetzt dadurch erreicht werden? Wir referenzieren zunächst mal auf unsere Variable, die wir vorher schon angelegt haben, Daten, ganze Zahlen. Das ist diese Variable, die hier diese drei Elemente trägt. Und jetzt referenzieren wir das Element Nummer 2. Welches ist jetzt das Element Nummer 2 in dieser Liste? Ich hatte zuvor schon gesagt, dass wir an vielen Stellen in der Informatik, in der Programmierung, in vielen Programmiersprachen mit 0 beginnen in Listen, in Ansammlungen zu zählen. Und das machen wir auch hier. Wir zählen nämlich 0, 1, 2 und dann ist die 3 unser zweites Element. Also mit diesem Ausdruck referenzieren wir auf diese 3, auf das zweite Element. 0, 1, 2. Und jetzt prüfen wir, ob ich da richtig gelegen habe. Wir lassen uns das einfach nochmal ausgeben. Führen den Programmcode aus und wir bekommen tatsächlich hier die 3 zurückgeliefert. Jetzt probieren wir das Gleiche vielleicht nochmal mit dem Element 0. Und da sehen wir, wir bekommen die 1 erwartungsgemäß zurückgeliefert. Das ist diese 1. Und damit wissen wir jetzt, wie man einzelne Elemente aus der Liste wieder herausholen kann. Und wir können uns natürlich nicht nur einzelne Elemente herausholen, sondern wir können auch mit der gesamten Liste arbeiten. Wir können beispielsweise uns die gesamte Liste ausgeben lassen. Das können wir vielleicht mal für die zweite Liste machen. Führen das aus und Sie sehen, es wird der Listeninhalt von dieser Liste auf der Kommandozeile ausgegeben. So, bis hierher wissen wir jetzt erstmal, wie man eine Liste definiert, wie man sie mit unterschiedlichen Datentypen definiert, wie man sich gegebenenfalls auch den Typ von einem bestimmten Element anzeigen lässt. Wir wissen, wie man sich einzelne Elemente herausholt und wir haben gesehen, dass man die Listen auch ausgeben kann. Und jetzt möchten wir im nächsten Schritt mal ein paar Funktionen anschauen, die wir auf Listen anwenden können, um hier spezielle Dinge zu machen. Und dafür definieren wir uns jetzt einmal eine Liste mit Personen. Das seien hier verschiedene Namen, die wir anlegen. Und zum Test lassen wir uns diese Personen erst einmal ausgeben. Führen aus und Sie sehen, die Personen werden ausgegeben. Und jetzt könnte es sein, dass wir an die Liste ein weiteres Element anhängen möchten. Dann können wir das durch die Funktion Append machen. Wenn wir die Funktion Append anwenden möchten, dann müssen wir zunächst einmal den Variablennamen der Liste aufschreiben, anschließend Punkt Append und wir müssen den neuen Wert übergeben, der hinzugefügt werden soll. Also beispielsweise ein weiterer String, der hier hinzugefügt werden soll. Und zur Kontrolle lassen wir uns ausgeben, wie die Werte in der neuen Liste sind. Und Sie sehen, dass ursprünglich nur diese Elemente enthalten waren und danach haben wir zusätzlich das letzte Element hinzugefügt. Jetzt hatten wir es hinzugefügt und natürlich können wir auch wieder Elemente entfernen aus der Liste. Das können wir mit der Funktion Pop durchführen. Und bei der Funktion Pop gibt es eine kleine Besonderheit. Zunächst mal schreiben wir aber auf, wie wir die Funktion Pop anwenden. Im einfachen Fall ohne einen Parameter und dann wird das letzte Element aus der Liste entfernt.
Und als zusätzliche Eigenschaft dieser Funktion bekommen wir auch einen Rückgabewert geliefert. Und zwar bekommen wir das gelöschte Element als Rückgabewert aus dieser Funktion zurück. Und jetzt haben wir in dieser Variable gelöschtes Element sozusagen gespeichert, welches Element aus der Liste entfernt wurde. Und das kontrollieren wir vielleicht nochmal, indem wir eine Printausgabe machen. Gelöschtes Element. Und wir lassen uns zusätzlich ausgeben, wie die Liste der Personen dann aktuell nach dem Löschen, nach dem Anwenden von Pop aussieht. Wir führen wieder das Programm aus. Und wir sehen, dass wir zunächst mal diese beiden Ausgaben haben, der Liste mit Eva am Ende. Und dann kommt das, was wir mit dem Pop durchführen. Wir haben das gelöschte Element uns ausgegeben und das ist also das Element Eva. Und wenn wir jetzt kontrollieren, wie die Personenliste aussieht, dann sehen Sie, dass das Eva fehlt. Wir haben das Eva also vom Ende entfernt. Und jetzt können wir nicht nur vom Ende gezielt entfernen, sondern auch von beliebigen Positionen. Ich würde jetzt vielleicht auch mal das Element Eva von dieser Position, von der Position 1 entfernen. Das mache ich wieder, indem ich jetzt diesen Variablennamen wiederverwende. Dann wird der alte Wert überschrieben und ich mache Personen.pop und gebe die Position 1 an. Tim ist auf Position 0, Eva ist auf Position 1, Lena auf Position 2. Und ich möchte jetzt hier dieses zweite Wort Eva herauslöschen. Das mache ich mit dem Referenzieren auf die Position Nummer 1. Ich gebe wieder das gelöschte Element und die Liste der Personen nach diesem Löschen aus. Und wir schauen uns das an. Es wird also das gelöschte Element ausgegeben. Das ist wieder das Element Eva. Und Sie sehen, dass jetzt dieses Element Eva hier fehlt. Das wurde also an Position 1 gelöscht und aus der Liste herausgenommen. Und jetzt stellen wir vielleicht fest, dass wir uns geirrt haben bei dem Löschen von Eva. Wir möchten also wieder ein Element hinzufügen. Das können wir mit der Funktion Insert machen. Und wir müssen angeben bei der Funktion Insert, an welcher Stelle wir hinzufügen möchten. Bei der Funktion Append im Gegensatz dazu können wir am Ende anfügen. Bei der Funktion Insert können wir an einer speziellen Stelle anfügen. Und wir möchten jetzt den Namen Eva wieder an genau der gleichen Stelle einfügen, also an der Position 1. Das heißt, dass alle Nachfolgenden dann verschoben werden an die nachfolgenden Positionen. Wir tragen wieder den Namen Eva ein und wir lassen uns die Liste zur Kontrolle wieder ausgeben. Wir führen aus und wir sehen, dass nach diesem Insert der Name Eva wieder enthalten ist und alle nachfolgenden Namen werden nach rechts verschoben innerhalb der Liste, bekommen dann also den darauf folgenden Index zugewiesen. Wenn ich aus einer Liste etwas löschen möchte, dann habe ich nicht nur die Möglichkeit mit der Funktion Pop das zu tun, sondern ich kann auch die Funktion Del ausführen. Und jetzt wollen wir vielleicht mal das nullte Element, um genau zu sein, aus der Liste löschen. Das wäre das Element Tim. Und dafür können wir auch den Listenindex angeben mit der eckigen Klammer. Und dann lassen wir uns wieder die Liste zur Kontrolle ausgeben. Und wir sehen, dass jetzt unsere letzte Ausgabe die Liste ohne den ersten Namen ist, also ohne das Tim. Die darauffolgenden Namen werden um 1 nach links verschoben, also ist Eva dann an der nullten Stelle. Wir haben die ursprüngliche Zeichenkette Tim von der nullten Stelle gelöscht. Und damit haben wir gelöscht das Element, was als erstes steht.
Was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Del und dem Pop? Bei Del sehen Sie, dass wir keinen Rückgabewert haben. Wir können also nicht das Element, was wir gelöscht haben, noch einmal anschauen. Bei der Funktion Pop können wir dieses gelöschte Element nochmal explizit in einer Variablen auffangen, den Rückgabewert der Funktion Pop noch einmal entgegennehmen und dann weiterverarbeiten. In unserem Fall geben wir das gelöschte Element noch einmal aus zur Kontrolle und wissen damit, was wir gelöscht haben. Bei der Funktion Del geht das nicht, da wird einfach auf den Index zugegriffen, das Element gelöscht und dann wird es nicht noch einmal zurückgegeben zur Kontrolle, so wie das bei der Funktion Pop der Fall ist. In der Programmiersprache Python haben wir auch die Möglichkeit, Listen ineinander zu verschachteln. Und das sehen Sie hier in diesem Beispiel. Wir haben also eine Liste konstruiert, die wir wiederum in eine andere Liste hineinstecken. Das könnte jetzt hier eine Liste von Noten beispielsweise sein, die wir erfassen für bestimmte Personen, die an bestimmten Positionen dann innerhalb der äußeren Liste ihre Noten abgespeichert haben. Und dann könnte das von der Person 1 die Notenliste sein, von der Person 2 und von der Person 3. Dieser Datentyp sieht jetzt aus wie eine Matrix. Es gibt aber in Python keinen expliziten Datentyp Matrix. Das heißt, wir behelfen uns hier mit diesem matrixähnlichen Datentyp der Verschachtelung von Listen. Und jetzt können wir auch wieder auf diese Listen und diese eingeschachtelten Listen zugreifen. Und wir machen das mal wieder, indem wir hier eine Ausgabe einfügen. Wir lassen uns erstmal die gesamte Liste der Listen ausgeben. Und da sehen Sie, das wird so ausgegeben, wie wir das hier oben auch definiert haben. Und dann können wir auch auf spezielle Bereiche innerhalb dieser matrixartigen Datenstrukturen zugreifen. Wir könnten nämlich beispielsweise die erste Liste uns auch herausgreifen. Die erste Liste, jetzt müssen wir mit dem Index genau arbeiten. Die erste Liste ist jetzt diese Liste. Wir beginnen wieder mit 0 zu zählen. Die nullte Liste wäre diese und die erste Liste ist diese. Wir lassen uns das Programm ausführen und Sie sehen, es wird auf die erste Liste referenziert, also nicht die nullte, sondern die erste. 0, 1. Das ist die erste Liste. Und dann können wir uns aus dieser ersten Liste gegebenenfalls auch noch Werte herausgreifen. Und da interessiert uns jetzt vielleicht der nullte Wert aus dieser ersten Liste. Und da hängen wir einfach noch eine 0 in der eckigen Klammer an und führen das aus. Und Sie sehen, es wird die 2 zurückgegeben. Das ist also diese 2, die hier herausgegriffen wird. Und jetzt schauen wir uns noch einmal separat an, welche Indizes haben wir jetzt hier verwendet. Wir haben den Index 1 verwendet, um zu der ersten Liste zu kommen. Und dann den Index 0, um zu dem nullten Element innerhalb dieser ersten Liste zu gelangen. Also 1, 0, diese Referenzierung weist auf diesen Wert hin, referenziert diesen Wert. Und jetzt könnten wir vielleicht noch einen Wert hinzufügen wollen innerhalb einer Liste, die wir in der großen Liste abgespeichert haben. Also beispielsweise möchten wir vielleicht hier nach der 2 vor der 3 noch einen Wert einfügen. Und das können wir machen, indem wir auf diese Liste erst einmal referenzieren. Wir greifen uns die erste Liste heraus, weil wir ja in diese Liste etwas einfügen möchten. Dann wenden wir das vorhin schon besprochene Insert an und wir sagen, dass wir an der ersten Stelle etwas einfügen möchten. Also nicht an der nullten Stelle, sondern an der ersten Stelle. Und es wird dann passieren, dass alle nachfolgenden Elemente nach rechts
verschoben werden, also der Index sozusagen um 1 erhöht wird. Und wir möchten dort vielleicht noch eine Zahl einfügen, eine 2, also hier etwas vom gleichen Datentyp. Natürlich wäre auch ein anderer Datentyp möglich, aber wir möchten das jetzt mal im gleichen Datentyp beibehalten und eine 2 einfügen. Und dann können wir uns das Ergebnis wieder ausgeben lassen. Zunächst mal nur die einzelne Liste. Und zwar die Liste Nummer 1. Und dann auch noch speziell das neu eingefügte Element. Also dieses Element, was durch 1, 1 referenziert wird. Genau dieses Element. Wir führen das aus und wir sehen, dass wir hier zunächst mal die Ausgangsdaten haben. Diese erste Liste vor dem Einfügen. Dann füge ich den Wert ein und nach dem Einfügen ist diese weitere 2 in der Liste enthalten. Alle Elemente danach sind nach rechts verschoben worden. Sie sehen, die Elemente bleiben erhalten, werden nur um 1 nach rechts verschoben. Und wenn ich dann noch mal herausgreifen möchte, welches Element habe ich eingefügt, bei dem Index 1, 1, dann ist das diese 2, die ich dort eingefügt habe. So viel erstmal zu der Arbeit mit Listen. Wir haben gesehen, wie wir Listen anlegen können, wie wir Listen verändern können und wie wir auch ein wenig komplexere Datenstrukturen mit Hilfe des Listenkonstrukts erzeugen können.